Hallo Luxemburg, again hat Anastasia Oseschkene Sohn, weil Sängerin war schon im Olam Grand Duché und am Kader von der Night of the Proms 2012. Hier gefällt euch das Land, auch was er noch nicht richtig Möglichkeit gehabt hat, viel zu gesehen. Ich war extrem müde, wie ich heute gekommen bin. Mit meinen engsten Cool-Kollegen, die waren noch schnell etwas trinken. Und ich war schon ein bisschen jaloux, wie sie mir ein Foto von einem coolen Kaffee geschickt haben und mir von der flotte Ambiance erzählt haben. Ich war also indirekt mal dabei, mich schon über gleichzeitig auch müssen schlafen, für heute genug Energie für euch kommen zu haben. Trotzdem hat sich gelohnt, weil so kommt die amerikanische Sängerin mit der kräftigen Soulstimme all ihr Power an ihre Konzert und Knöterstierchen und die tausende Fans und Visitoren für sich überziehen. Super! Das ist mega cool! Mais regarde tout, c'est la vie, toi! Kann ich nicht verpassen. C'est génial. C'est cool, une belle ambiance et tout, c'est super. It's pretty good. Yeah, I like it. Vous êtes là pour profiter, voir avec toute musique en arrière blanc, c'est... Pardon, c'est cool d'enfant, vous venez, c'est génial! Ça, ça coûte cher, mon monsieur. Mega good! On a shot in the head, get your vibe! Et comme vous voyez, on a mis à l'un de grandes le leader. Und aber auch rezente Singles von Anastasia sind im letzten Album Resurrection, für den es eben aktuell durch Europa und Australien tourt. An der heutigen Zeit, wo alle Menschen via Internet gratis Musik in Beruf wurden, werden so gratis Festivaler wie der Rodin Knödler wohl auch wichtig. Sie können den Leuten nämlich beweisen, wie weit Musik erschaffen, also sich mehr in allowend ein Konzert zu geben. Viele Leute haben vielleicht noch nicht Möglichkeit gehabt, auf Live-Konzert zu gehen, aber wollen übrigens doch kein Zoom dafür ausgehen. An der Teil als eine Gelegenheit, das Leute für Live-Musik zu vertiefen. Anastasia wurde gestern Abend nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seiner sympathischen Art und Weise zu vertiefen. Sängerin hat den Lützebäuer Publik Madame Show angewonnen, Leute direkt angeschaut und auch Social Media Welt via Selfie-Video und Konzern in der Stadt den Hölle gelöst.